Hier präsentieren wir die 5 besten Tiefbrunnenpumpen im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Berlan Tiefbrunnenpumpe. Die Berlan BTBP100-4-0-75 Tiefbrunnenpumpe verfügt über eine Anschlussbox sowie eine Netzverbindung. Als 4 Zoll Pumpe passt sie gut zu Rohren ab etwa 110 cm. Seine Immobilie ist aus Edelstahl gebaut, alle wasserführenden Komponenten sind aus nicht rostenden Materialien gefertigt. Das Buttkabel benötigt ein wenig, da es nicht für alle Steckeranschlüsse geeignet ist. Die Schrauben sind nicht besonders begrenzt und können sich im Laufe der Zeit lösen. Wenn Sie vor dem Einbrechen der Pumpe im Brunnen schützen möchten, müssen Sie sie lösen, mit Sicherungslack bürsten und wieder einschrauben. Sie können viel sicherer angezogen werden. Der BTBP100-4-0-75 von Berlan ist mit einer Nicht-Rückfahrabschaltung ausgestattet, die nicht besonders eng ist. Nummer 4. Hochwertige 3-Tiefbrunnenpumpe. Die Pumpe 3T20 ist mit 20 Driftbandscheiben ausgestattet. Er bewertet etwa 11 Kilo und kann ca. 20 Meter bis in den Brunnen reduziert werden. Ihre ausgezeichnete Sandbeständigkeit sowie die nützliche Pumpensteuerung machen sie zu einem unkomplizierten und vertrauenswürdigen Begleiter für die Hofbewässerung. Die eingebaute Trockenlaufsicherheit schützt vor weiterem Laufen, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist. Ein Rückschlagventil ist ebenfalls integriert. Ein- und Auslass haben einen 2,54 cm G1 Innengewinde. Das Seil zum Reduzieren ist in diesem Modell nicht enthalten. Wenn Sie größere Container schnell füllen möchten, sollten Sie versuchen, ein Modell mit einer höheren Versandrate zu finden. Die Pumpe reicht für die Bewässerung mittelgroßer Flächen. Für eine Tiefbrunnenpumpe mit Spannungsschalter ist dieser Artikel eine wirklich erschwingliche Lösung. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Einhell Tiefbrunnenpumpe GCDW 1000N. Befestigen Sie das mitgelieferte Seil an den Hängeaugen und senken Sie die Pumpe direkt in Ihren Brunnen. Das sollte eine Größe von mindestens 102 mm haben. Es ist sicherlich viel besser, wenn man etwas mehr Spiel hat, da das Pumpengehäuse selbst derzeit einen Durchmesser von 99 mm hat und sonst kippen kann. Sie können das Werkzeug bis zu 19 Meter tief eintauchen. Das 6-stufige Laufradsystem ist auch für den kontinuierlichen Eingriff geeignet und sorgt für eine gleichbleibend hohe Beanspruchung. Ein Edelstahlfilter stoppt das Eindringen gröberer Partikel und sorgt somit für eine lange Lebensdauer. Die Spannungsverbindung mit dem Edelstahleinsatz ist darauf zu achten, dass sie nicht verschleißt. Mit einem Gewicht von nur 7,7 Kilogramm ist diese Version nur eine der leichtesten Tiefbrunnenpumpen. Leider ist der GCDW 1000N von Einhell nicht ideal für Sandwasser. Nummer 2. Trodec Tiefbrunnenpumpe TDP 7500E. Neben seinen optischen Vorteilen hat der rostig aussehende Bogen von Kuheliga noch andere Qualitäten. Handgefertigt aus 10 mm dickem Schmiedeeisen hält er praktisch dauerhaft. Keine Sorge, die korrodierte Oberfläche wird sicherlich nicht dazu führen, dass das Produkt vollständig in der Zeit korrodiert. Allerdings, die Patina dient als Schutzschicht, die den darunterliegenden Stahl vor zusätzlicher Verwitterung schützt. Wenn Sie das Blatt auspacken, ist es immer noch leer. Die Alterung entwickelt sich nur im Freien. Je nach Wetterlage kann es einige Wochen dauern, bis das Eisen Korrosion kann. Nach den allerersten Regenfällen ist es soweit. Und die Nummer 1 unserer Liste. Tiefbrunnenpumpe Brunnenpumpe. Die Tiefbrunnenpumpe Dambat Ebo verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 89 mm. Dies macht es perfekt für die N100-Wellrohre, auch wenn die Welle nicht speziell gerade ist. Es hat 11 schwimmende Förderscheiben und kann auch Wasser mit einem Sandgehalt von bis zu 5% verfeinern. Der Elektromotor hat ein Ergebnis von 800 Watt. Die optimale Spannung ist 6,3 bar, was hervorragend genug ist, um einen mittelgroßen Garten mit zahlreichen Sprinklern zu bewässern. In dieser Version wird die Eintauchtiefe durch das Kabelfernsehen, das 20 Meter lang ist, eingeschränkt. Theoretisch wäre es natürlich machbar, den Draht hinter dem Hafen zu lösen und auch zu erweitern.
Dies ist kein optimales Mittel. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.